Auch wenn die traditionellen Nikolausparaden in den Niederlanden in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Der Streit um die schwarzen Piets, die Helfer des Nikolaus, geht weiter. Wir demonstrieren, weil der schwarze Piet rassistisch ist. Wir wollen, dass er abgeschafft wird, damit es ein Fest für alle wird. Für andere ist die Diskussion um Veränderung ein rotes Tuch. Das ist ein Kinderfest, das es seit Jahrhunderten gibt. Eine holländische Tradition, die wir behalten wollen. Der Rapper Akwasi ist einer der Anführer der Proteste für die Abschaffung der schwarzen Piets. Für ihn ein Relikt der Kolonialzeit. Die schwarzen Piets stehen unter dem Nikolaus. Sie haben schwarz angemalte Gesichter. Das ist gut gemeint, gehört aber in ein Museum. Es ist von gestern, nicht von heute. Bei der Debatte um die schwarzen Nikolausgehilfen müsse man sich auch ansehen, wie sich die niederländische Bevölkerung entwickelt, so der Sinterklaas-Experte Pam Evenhuis, der die Stadt Amsterdam berät. In Amsterdam gibt es 120.000 bis 150.000 Kinder. Nur 40% davon sehen aus wie ich, weiß. Sinterklaas ist für alle da. Wenn der schwarze Piet die Leute stört, sollten wir das ändern. Es geht nicht nur um die schwarze Farbe, sondern auch um die roten Lippen, das krause Haar. Das sind Stereotype. Die Leute verstehen nicht, wie beleidigend das ist. Oder sie sehen es als Tradition, die so bleiben muss. Sinterklaas-Experte Evenhuis hat deswegen den rußigen Piet erfunden, der nur schwarze Flecken im Gesicht hat, weil er die Geschenke durch die Schornsteine verteilt. 2014 wollten noch 90% der niederländischen Bevölkerung den schwarzen Piet nicht verändern. Vor allem dank der Black Lives Matter-Bewegung bin ich mir sicher, oder ist der Nikolaus sich sicher, dass in 5, 8 oder 10 Jahren jeder den rußigen Piet lieben wird und wir ihn einfach nur Piet nennen werden. Sinterklaas is assured that everybody will love Chimney Piets and we just call it. Nach über einem Jahrhundert scheinen sich die Niederländerinnen und Niederländer also allmählich vom schwarzen Piet zu verabschieden.